Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sengoku Dynasty. Und ich habe mir Sachen angeguckt, ja. Zu hier diesen Produktionsstätten und ne, wie ich die erweitern kann und hast du nicht gesehen. So. Ich habe gesehen, das kann ich hier hinbauen. Schon cool. Sollten wir vielleicht mal machen. Aber das war eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Zumindest. Online steht so gut wie gar nichts dazu, weil es ja noch recht neu ist und im Early Access. Aber eigentlich haben die Leute, die hier die Schmiede freigeschaltet haben, auch den Bergbauposten freigeschaltet. Das heißt, wir haben ein Problem. Denn der ist bei uns noch dicht. Das heißt, ich würde tatsächlich jetzt nochmal gucken, dass wir nochmal nach Iwasaki gehen und dann mit allen reden und hoffentlich Glück haben, dass es dann getriggert wird dadurch. Wäre auf jeden Fall schön. Aber dazu würde ich tatsächlich eine Eisenspitzhacke mitnehmen. Mal gerade gucken, was wir dafür brauchen. Drechsel, Hacke. Ja. Spitzhacke, da. Drei Eisenerz, Brett, Stroh. Okay, das übliche. Okay, kriege ich hin. Oh Gott, unser Eisenerz ist schon fast da. Alter. Hat er das ganze Stroh schon verwendet? Ich glaube ja. Das gibt's nicht. Wie schnell haut er da Stroh da raus? Naja. Dann brauchen wir auf jeden Fall jemanden, der Stroh sammelt. Beziehungsweise Stroh macht. Weil, wenn er so schnell alles verwendet hat, ne? Der ist ja super schnell im Arbeiten. So schnell kommen wir ja gar nicht nach mit dem ganzen Dreck, den wir so haben. Hallo? Okay, den kann ich nicht einsammeln. Ja, gut, also planen wie gesagt nach Iwasaki und gucken und hoffen und beten, dass es dann getriggert wird. Weil wir hatten ja letztens schon das Problem mit Timbuktu, ich weiß es nicht mehr. Und da war es dann ja auch so, dass es dann neu getriggert werden musste, damit alles funktioniert. So. Beim Trocknerstell wird jetzt getrocknet und wir kriegen unser erstes Stroh. 10 Stück nehme ich. Dann mache ich uns direkt eine Spitzhacke. Keine normale Hacke, ich hätte gerne Spitzhacke. Eisenhacke, da. Bin gerade am Überlegen, ob wir uns noch eine zweite machen. Fehlt uns noch Eisenerz. Wir machen es. Den Rest packe ich ihm hier rein. Ist halt nicht mehr viel. Aber. Ach ja, das geht ja hier nicht rein. Da war ja was. Machen wir das schön voll hier. Können wir das Gras einfach damit reinlegen? Nein, wäre ja auch zu schön gewesen. Wäre ja wirklich zu schön gewesen. Dann können wir das Gras nicht zu. Weil wir 5 brauchen, ey. Also. So. Das nehmen wir und packen wir hier mit ins Holzlager. Dass wir Stroh ins Holzlager packen, das finde ich auch ein bisschen. Verwirrend, aber gut. Was drin ist, ist drin. Ne? Gut. Und dann machen wir uns auf nach Iwasaki. Bloß überlegen, wo wir lang müssen. Ja, ungefähr hier lang. Mal quer durch.
Ich würde das halt wirklich gerne bald fertig machen hier. Ich sehe das da oben nur und denke so, nee. Ist das ein Gebäude? Nein, ist es nicht. Ich bin vollkommen durch irgendwie. Aber, fällt mir auch gerade dazu so auf. Irgendwie steht mein Mikro ganz woanders. Ey, ist ganz, ganz strange heute. Ich hoffe, ihr habt überhaupt irgendwas gehört, weil, wie gesagt, ganz woanders. Keine Ahnung warum. Okay. Das geht. Hier kommen wir durch. War das hier oben, wo der Bauposten war? Wo wir das schon fertig gemacht haben? Ich muss mal gerade gucken. Oder ist hier ein anderer Bauposten, den wir nur noch nicht gefunden haben? Weil da oben sieht das nämlich so aus, finde ich, als wäre da ein Posten. Guck mal, da ist doch irgendwas. Da ist doch irgendwas auf dem Berg. Oder baut sich da gerade nur das Gras auf? Gut, hier ist so ein Ort der Macht. Bringt uns gerade trotzdem nicht viel. Oh, aber das sieht so cool aus, ey. Es ist so schön. Es ist halt wirklich so ein schönes Spiel. Aber ich komme immer noch nicht drauf klar, dass das mit dem Bergbauposten... Das ist so sad, ne? Weil, ja, wir probieren es ja. Und ich finde es schwierig, wenn die Sachen einfach nicht getriggert werden, warum auch immer. Wenn sie halt eigentlich schon frei sein müssten. Hallo, Steine. Steine, geht mal weg. Weil dann weißt du halt auch nicht, was du irgendwie machen kannst. Das ist halt das Problem. Also klar, es ist Early Access, aber ist halt problematisch, ne? Map. Bisschen viel zu weit oben. Irgendwo da lang. Vielleicht finden wir ja hier einen Bär oder so. Sorry, ich wollte das mit den Bären mal wieder sagen. Oh, wie ich unsere Bären vermisse. Also die Wildschweine sind auch nicht toll, aber ich vermisse wirklich die Bären. Die hatten so ein ganz anderes Feeling. Kann ich nicht anders sagen. Ach, wir sind hier am Dingens. Würde mich halt nicht wundern, wenn man hier wegen dieser Alten eine Gaststätte kriegt. Wenn man die irgendwie triggert. Weil das hier zählt ja auch als Gaststätte, soweit wie ich das jetzt verstanden habe, ne? Hallöchen, ja. Hallöchen, Lust auf ein Bad? Ja, hier. Hallo, kann ich mit dir handeln? Willst du irgendwas, was ich so in der Tasche habe? So ein Kreuzstab vielleicht? Nein? Gut. Na, Fett. Fett kann ich dir verkaufen. Steine kann ich dir. Besser. Die verkaufe ich dir. Ich verkaufe dir das Gras. Weil ich das nicht in meiner Tasche haben will. Okay. Gut. Das war eigentlich nicht das, was ich ursprünglich wollte. Und wie komme ich hier durch? Gott. Ich will doch nur hier durch. Ich will doch nur hier durch. Schubidiwap, da. Warte mal, ist das ein Eingang? Immer wenn irgendwo ein Berg ist, denke ich generell, da ist ein Eingang. Leider passiert das selten, dass ich dann wirklich einen finde. Nein, nein, nicht stolpern. Bitte nicht stolpern und dir alles brechen. Ich glaube, wir müssen dann da. Nein, müssen wir nicht. Gut. Müssen wir nach da. Wird mir hier angezeigt. Geil. Ja, wir müssen nach da. Das ist immer so...
Was das angeht, das ist Chaos. Der Garten hinten sieht man schon. Häschen müssen wir übrigens auch noch fangen. Das haben wir auch noch gar nicht gemacht. Also nicht, dass ich scharf drauf wäre, aber rein theoretisch wäre es halt die einfachste Variante, um Fleisch zu beschaffen, ne? Dementsprechend machen wir das auch irgendwann mal. Und irgendwann heißt irgendwann. Wir kennen uns ja. Das ist so hübsch hier. So unglaublich hübsch. Die Frage ist halt jetzt echt, mit wem wir reden müssen. Landong ist ja schon durch. Dong. Ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwie mit einem aus dem Berg reden müssen. Aber sonst weiß ich es halt nicht. Dong. Entschuldigung, das ist lustig. Ich mag ihn. Und ich vermisse ihn so ein bisschen. Hui. Einfach mal drüber jumpen. Hallo, hallo Freunde. Mag irgendwer mit mir reden? Irgendwer? Du da vielleicht? Möglicherweise? Hallö. Hast du Hunger? Ein wenig, aber hat nicht jeder Hunger? Nicht in Iwasaki, nein. Nicht, solange ich hier bin. Ich komme aus einer großen Familie, weißt du, 13 Kinder. Wir mussten eine Menge kochen. Jetzt versorge ich eine Stadt. Eine ganze Stadt. Das ist fast so ähnlich. Was kochst du? Den allerbesten Brei, Hirse oder Reis. Hängt von der Jahreszeit ab. Mit allen möglichen Kräutern, damit er noch besser schmeckt. Ich liebe unser Essen. Anderen geht es deutlich schlechter. Wie den Namban, den Barbaren von jenseits des Meeres aus dem Westen. Was essen die? Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber man sagt, sie essen. Das fällt mir wirklich schwer zu glauben. Kühe. Das kann nicht sein. Stell dir das mal vor. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir vielleicht durch ihn die Gaststätte oder so eröffnen können, aber anscheinend nicht. Schade. Hier ist einer drin. Nein, dahinter. Dahinter, drin. Drin, drin, hinter. Wo zum Teufel bist du? Achso, der schläft hier. Willkommen im Zentrum des Eisenhandels. Ich hoffe, dein Geschenk wird florieren. Es wird immer besser. Geschäft wird florieren. Es wird immer besser. Die Situation im Tal bessert sich und du scheinst dafür mitverantwortlich zu sein. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Aber ich wüsste gern, mit wem ich reden muss. Ach, das ist der Hungertyp. Mit dem habe ich doch schon geredet, verdammt. Dieses Dorf ist zu groß. Ist halt wirklich zu groß. Hier, sowas müssen wir bauen, glaube ich. Ja, hier Steine. Ich glaube tatsächlich, an diese Dinger brauchen wir hier. Das heißt, es wäre am klügsten, wenn jemand hier wäre, mit dem wir reden können. Aber hier ist niemand, mit dem wir können reden. Ups. Hier, wow, gerade ist es aber auch eine Ruppelparty. Wir speichern erstmal. Ich habe ein bisschen Schiss. Ja, wir speichern. Gut, danke. Das ist ein Lager, aber der wohnt hier jetzt auch außerhalb. Sind das hier die Verstoßenen oder so? Petersilie. Ganz viel Petersilie. Und was ist das? Sieht nach Banane aus. Oh, ey, es ist eine Ruckelpartie gerade. Was ist denn das? Ganz, ganz komisch. Hatten wir vorher halt gar nicht. Jetzt auf einmal ist alles ruckli, ruck, ruck. Ist hier
wir mal gucken, ob wir irgendwie. Da haben wir noch. Noch eine Fackel auf gleich. Da war eigentlich meine Fackel, du Idiot. Naja, packen wir die auf die 4. Oh. Können wir da runter? Ja, können wir. Wir werden wahrscheinlich nie wieder hochkommen, aber einfach mal durch. Einfach mal gucken, wo wir hinkommen. Hallo? Wo kommen wir da hin? Bin ich gespannt. Wir werden hier nie wieder rausfinden, aber es ist trotzdem krank. Freunde, ich hab ein bisschen Schiss. Hier ist Wasser drin. Wo sind wir zum Teufel? Da oben! Wie? Oh, da ist ein Flüchtiger. Den sammeln wir ein, Freunde. Der will zu uns. Da bin ich mir sicher. Aber wir packen erstmal die Fackel weg. Und dann probieren wir da gleich irgendwie mal durchzukommen. Das ist auf unserer Höhe, aber in einer anderen Richtung. In der Richtung? Ja, in der Richtung, okay. Da ist einer. Hallöchen. Hallöchen, Dude. Bist denn du Flüchtling? Hallo. Martha. Es tut gut, ein freundliches Gesicht zu sehen. Warum hast du dein Zuhause verlassen? Nun, die meisten hier haben schreckliche Geschichten zu erzählen. Meine ist etwas anders. Meine Mutter stammt von hier. Sie verließ Naza, als sie noch ein junges Mädchen war. Sie erzählte mir immer, dass das hier der schönste Ort der Welt wäre. Als dann der Krieg begann, schloss ich mich einer Gruppe an, die sich auf dem Weg hierher machte. Ich wollte diesen Ort selbst sehen. Warum kommst du nicht und lebst bei uns? Du könntest dich in einem Dorf, in einem der Dörfer niederlassen. Du würdest mich aufnehmen, danke, aber wo soll ich wohnen? Das kriegen wir schon geregelt. Also, die Martha. Dort? Nein, Bevölkerung. Fräulein Sayuri. Die hat schon wieder nichts zu tun, die Alte. Hey Martha. Ich wollte gerade sagen, hier, was ist denn hier los? Ach, der hat auch nichts zu tun. Ja, in Fishishi. Du wohnst einfach bei dem Typen. Hab ich Jena jetzt gerade das Haus geklaut? Obdachlos und arbeitslos. Du bist nicht arbeitslos, Genai. Was ist denn? Der wohnt hier mit. Da, das leere Bett. Entschuldigung. Arbeit zuweisen. Du bist doch eigentlich ein
ein Schmied. Schmiedewerkbank. Strohumhang, Helme. Ach, Schneiderei, ich bin in der Schneiderei. Huch, da wollte ich gar nicht hin. Holzkohlemeiler. Ah, deshalb ist er ein bisschen grumpy. Weil seine Sachen schon wieder alle aus sind. Ja. So, und die Martha, die ist noch arbeitslos, ja. Aber das können wir auch noch ändern. Ich wüsste gern, was die Martha gerne macht. Kocht die gerne? Holt die Wasser? Wenn die Wasser holt, ne, das wäre optimal. Könnte aber auch hier die trockene Stelle. Kleiner Brunnen. Kleiner Brunnen. Hol Wasser. Benötigt Eimer. Wir haben keine Eimer. Martha, wir haben ein Problem mit dir. Trockengestell. Wir haben kein Gras. Ah! Du kannst Domleute, ne, kleines Haus. Sägeblock. Wer arbeitet denn gerade in der Holzfäller Hobelbank? Wir können erstmal Eimer herstellen. Benötigt Drechsel. Boah, ich krieg die Kretze. Ich krieg echt die Kretze. Die hassen mich einfach alle. So. Ich muss trotzdem wieder nach Iwasaki. Um von da aus dann nochmal zu gucken, ob ich da irgendwie es schaffe. Ciao, Martha. Ach, hier ist das Haus von dem alten Dude. Der alte Dude. Der uns nicht mochte. Nein, der seine Geheimnisse nicht verraten möchte. Wäre halt so super, ne, wenn wir einfach mit dem quatschen könnten und der sagen würde, ja, guck mal hier so, Bergbau funktioniert so, lalala, mach das mal. Ansprechen, hallo, ich bin auf der Durchreise, ich muss jetzt gehen. Okay, ciao. Schade. Der Mönch. Möge die Gnade Amida Buddhas alles leiten. Ich hätte in diesem Dorf keinen Mönch erwartet. Warum nicht? Ich bin der bescheidene Lehrer von Zabugodonos Tochter, der Ishu. Ach, das hatten wir ja schon. Ja. Das hatten wir. Das Problem ist, wir können halt mit den Leuten reden, ne? Was führt dich her? Was für ein schönes Kleid. Oh, du bist es. Man hört fast überall im Tal von dir. Ja, es ist ein schönes Kleid. Ein Geschenk meines Mannes. Saburo bei... scheint sich gut um dich zu kümmern. Aber natürlich, er ist schließlich der erfolgreichste Mann in diesem Tal. Ich liebe ihn. Zwei reizende Töchter habe ich ihm geboren. Wo ist die andere? Ja, das Schicksal einer Frau kann schwierig sein, aber ich bin mit einem wunderbaren, fürsorglichen Ehemann gesegnet worden. Okay. Wie läuft das Geschäft? Recht gut, trotz deiner Einmischung. Ja, ich weiß von deiner kleinen Verschwörung, mir einen meiner Arbeiter zu stehlen. Ich weiß nicht, was für einen Vorteil du davon hast. Du bist entweder ein Narr oder du bist ein Träumer, was noch schlimmer wäre. Du hast immer meinen Rücken, du hast hinter meinem Rücken agiert und ich habe es nicht bemerkt. Nun, das ist beeindruckend. Du bist vielversprechend. Verdammt. Ich baue diesen Kackbergbau.
Wie? Ich weiß halt wirklich nicht, wie. Das ist halt echt das Problem. So, dann gehen wir mal wieder in diese super stockdüstere Höhle. Wünschte mir, die hätten ein paar mehr. Das sah so aus, als würde man da durchkommen. Von den Lichtern aufgestellt. Aber nein. Ich hoffe, wir kommen ja nachher wieder raus. Im Dunkeln. Ach, ist das jetzt zugeschüttet, weil wir bei ihm nicht graben dürfen? Ist das dein fucking Ernst? Dann gehe ich halt hier lang. Hier werde ich aber garantiert nie wieder rausfinden. Zumindest nicht ohne Fackel. Das heißt, ich muss halt wirklich hier abbauen. Ja, Freunde, ich sehe auch nichts. Ich habe die Spitzhacke da. Die kommt auf die 4 und das Ding kommt auf die 5. Gut. Wir holen uns ein bisschen was für die Vorräte. Boah, 18 Stück direkt. Wie habe ich das denn angestellt? Macht hier gar keine Geräusche, ich bin vollkommen verwirrt. So, wir nehmen alles mit, was wir kriegen würden. Da unten ist noch eins, okay. Ja, ich weiß. Sieht ein bisschen komisch aus, wie wir das machen. Ach, das ist ein Gesteinsvorkommen. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich hatte gehofft, dass es hier. Das ist hier Eisen. Ich hatte es nicht gelesen, verdammt. Mittleres Eisenvorkommen, das nehmen wir dann. Müssen gleich einfach rückwärts hier wieder raus, ne? Das wird irgendwie. Ich weine jetzt schon, wenn wir das tun. Essen mal was. So, 106 sieht halt so viel aus, ne? Aber das ist so schnell weg. Ach, Gestein. Wir brauchen kein Gestein. Wir brauchen Eisen. Gestein. Gestein. Ja, Freunde, ich sehe übrigens auch gar nichts. Immer wieder Funzel an, Funzel aus, Funzel an, Funzel aus. So, Eisen. Da ist was an der Wand. Das ist ein Stalagmitit oder sonstiges. Hier war irgendwas, das habe ich gesehen. Oh, mein Magen knurrt. Was ist denn jetzt los? Gesteinsvorkommen. Freunde, ich würde sagen, wir gehen nach Hause. Wir gehen einfach nach Hause. Ich gehe jetzt einfach hier, denn ich renne den Weg entlang.
hoffe einfach, so schnell wie möglich hier rauszukommen. Weil wir halt nicht so viel Lampe haben. Ach, hier sind wir, okay. Gut. So, und sind jetzt wieder oben. Folgen einfach den Lampen. So. Hört dieses... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ist mir egal, wir sind wieder draußen. Freunde, wir leben noch. Yippie! Wir leben noch und wir konnten hier noch mit niemandem reden. Das ist frustrierend und es ist immer noch Nacht. Yeah. Warum kann hier irgendwer sein, mit dem ich reden kann, der mir den Bergbau freischaltet? Schaltest du mir den Bergbau frei? Bergbautechniker. Du wirkst beschäftigt mit Schlafen. Nein, ja, ich versuche mich zu konzentrieren aufs Schlafen. Dann stelle ich dich besser nicht weiter. Hast du dir das Wasserrad einmal näher angesehen? Wie bitte? Wenn ein Wasserrad ein Hammerwerk antreibt, das ist einfach schön. Der Fluss bewegt das Rad hebt die Hämmer. Und wenn die Hämmer fallen, zerbrechen sie alles, zerbrechen sie selbst das härteste Gestein. Was für eine Kraft. Unter anderen Umständen müssten Arbeiter es machen und würden schnell ermüden. Aber man kann die Kraft des Flusses bändigen, der so viel stärker ist als jeder Arbeiter. Es ist so... Du bist einer der Bergbautechniker hier? Wie bist du darauf gekommen? Ja, wie wohl? Aber ich hatte jetzt tatsächlich die Hoffnung, dass der mir was verrät. Mann, oh! Warum verrät der mir nichts? Machst du hier? Richter. Ja, hier sind die Eissachen. Ja, die bringen uns auch nichts. Hi. Auch ein Wächter. Ach, das ist der Hungertyp. Warte mal, drei. Bergbau ist immer noch geschlossen. Verdammt. Das hat also nicht ausgereicht. Mit wem muss ich reden für die Bergbautechnik? Heiler. Wir können gerne mal mit dem Heiler. Was machst du? Ich bin Arzt, nicht ausgebildet. Dabei, als ich in Sosogoi gelebt habe, ist etwas... habe ich etwas Wissen aufgeschnappt, bevor das Dorf abgebrannt wurde. Vor den Ikki-Aufständen habe ich mich gern mit dem Arzt des Shugodai unterhalten, Tomonosuke. Er brachte mir einiges über chinesische Medizin aus Meister Shuzens Schriften bei. Als der Aufstand losbrach, stand er an unserer Seite. Wir kümmerten uns um die Verwundeten. Da wurde uns bewusst, dass Meister Shosen nicht viel über Kriegsverletzungen zu sagen hatte. Wie habt ihr sie dann versorgt? Wir hielten uns an ein paar Ideen von Shosen und Manase Dosan. Wir improvisierten, experimentierten mit allem, was wir hier vor Ort finden konnten. Manchmal funktionierte es, manchmal nicht. Ich wollte weiterhin Leben retten. Tomonosuke bevorzugte die Annehmlichkeiten von Aratani. Ich zog hierher.
Die Verletzungen der Bergarbeiter sind denen von Soldaten ähnlich. Und das ist meine Geschichte. Schön, Mr. Heiler, das ist sehr schön. Aber das bringt uns trotzdem nicht weiter. Wir müssen herausfinden, wie wir zu diesem Kackbergbau kommen. Eisenhandeln, mitverantwortlich sein, ja, bringt uns nichts. Freunde, ich habe keine Ahnung. Vor allen Dingen, es steht halt auch nirgendwo. Ich kann halt mit den Sklaven reden, aber ich glaube, die sagen mir nichts. Knochenarbeit. Nach Eisenerz graben, was sonst? Es ist harte Knochenarbeit. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen kann. Warum suchst du dir nicht eine andere Arbeit? Der war gut, ließ es mir von den Lippen ab. Ich bin ein Sklave. Ich kann nicht einfach etwas anderes machen. Ich meine, ich kannte einen, der hat es versucht. Er lief davon, aber wenn Krieg herrscht, ist es nicht sicher zu reisen. Er wäre beinahe getötet worden. Dann suchte er in den anderen Dörfern nach Arbeit, aber Bergbau war das einzige, von dem er etwas verstand. Niemand konnte ihn brauchen. Jetzt ist er ein obdachloser Bettler und Churubai, der Vorsteher, will ihn auch nicht mehr zurück. Du kannst ihn vor dem Dorf finden. Er heißt Sagoro. Da müssen wir mal gucken, ob wir den... Warte, Sagoro, vor dem Dorf. Vor dem Dorf? Oh, Freunde, das könnte unser Bergbautyp sein. Wenn ich herausfinde, wo wir aus dem Dorf kommen, heißt das... Die Frage ist halt... Vor dem Dorf, ne? Vor dem Dorf kann halt vieles sein. Oh, ich will diesen Typen finden. Bitte, 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 bitte. Das ist ein Fragezeichen. Fragezeichen ist gut, habe ich gelernt. Na, nicht unbedingt, aber vielleicht schon. Ein Flüchtiger. Bitte, lass es den Typen sein. Flüchtiger. Oh, Fuji, es tut gut, ein freundliches Gesicht. Ja, schön, was ist deine Geschichte? Ich kann von Glück reden, dass ich noch am Leben bin. Was ist passiert? Eine schreckliche Krankheit. Niemand weiß, woher sie kam. Es gab keinen Fremden, die sie ins Dorf gebracht haben können. Viele starben. Die Unreinen hatten alle Hände voll zu tun, sich um die Leichen zu kümmern. Aber auch viele von ihnen wurden krank. Ja, kommt zu uns. Wir müssen bloß Häuser bauen, wundere dich schon mal nicht. Aber du bist nicht der Dude, den wir brauchen. Ist das ätzend. Wir brauchen doch diesen Typen. Busch, das sind Büsche? Die Büsche sind aber ganz schön hoch. Wir müssen doch nur diesen Typen finden. Oh, hier ist eine schöne Brücke. Das ist die, die ich gebaut habe, ne? Oder? Möglicherweise. Ich frage einfach mal nicht, warum das hier mitten im... Okay. Es ist so ätzend. Ich weiß nicht, wie wir weiterkommen sollen, wenn wir diesen Typen nicht finden. Das wäre halt echt dramatisch. Hallo, Shinto-Priesterin. Alle Reisenden sind Shizuo stets willkommen. Bist du gekommen, um den Schrein zu besuchen? Erzähl mir etwas über den Schrein. Hier beten wir zu Shizuo, dem Beschützer des Reisenden, aber auch derjenigen, die in Gefahr leben. Ich lebe schon mein ganzes Leben lang hier und ich habe viele Unfälle erlebt, schon als Kind.
Menschen, die von den herabstürzenden Felsen schwer verletzt wurden oder getötet wurden. Verbrannt, von kaputten Lampen ertrunken, als die Minen überflutet wurden, wie mein Vater vor einigen Jahren. Sein Körper wurde nie gefunden. Man könnte sagen, das ist der Grund, aus dem ich mich um den Schrein kümmere. Gibt es noch andere Schreine in der Nähe? Folge einfach dem Bach, der am Dorf vorbeifließt. Er führt dich zu den Feuchtgebieten und zu einem Schrein, der Ibisu geweiht ist. Dem Gott des Handels und der Fischerei. Klein, aber schön. Er könnte sein, dass dir dort Kiyori begegnet, der Vogelfänger. Er mag seltsam sein, aber alles in allem ist er ein guter Mann. Okay. Schön. Gut, danke schön, dass du dich verbeugt hast, aber wir suchen eigentlich jemand anders, aber das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.